Dieses Ladevideo wird unterstützt von Maingau Energie, einfach Stromladen und MG Brandstore Fürstenfeldbruck Autohaus Lutz. Herzlichen Dank an beide, dass sie dieses Ladevideo unterstützen. Willkommen zum Ladevideo des MGZS e.V. Das Ganze jetzt hier mit 1% nach der Verbrauchswert angekommen. Da gehe ich kurz nochmal später drauf ein. Ja, ihr seht hier, er lädt 5% aktuell mit 82 kW. Oben links die Kilowattstunden, jetzt schon 3,5 Kilowattstunden reingeladen in 3 Minuten, 406 Volt und 194 Ampere. Ja, diese 1%, die waren echt schwer zu treffen, weil im Fahrzeug ab 16 Kilometer Restreichweite, das ist ein Schätzwert, zeigt er gar nichts mehr an. Das heißt, ich musste hochrechnen. Ich habe das vorher natürlich gemacht, weil ich es wusste. Dann bin ich von 2,6 Kilometer pro 1% ausgegangen. Dann konnte ich es runterrechnen und bin dann wirklich mit Schnappatmung ein bisschen an die Ladesäule angekommen mit 1%. Also das war schon eine knappe Kiste, da muss man viel Erfahrung haben und ich möchte es jetzt so wahrscheinlich auch nimmer machen. Aber es ist gut gegangen, mit 1% angekommen und wir holen dann auch bei der Verbrauchsfahrt alles raus. Es wird die nächsten Tage, ich schaue mal ein, zwei Tage, wird es auf dem Kanal finden. Wir sind mittlerweile bei 30% angekommen. Er lädt noch erfreulich mit 59 kW. Er hat ja oben, wie im Prospekt versprochen, die 80 hat er kurz gehalten, der flacht dann natürlich dann relativ schnell ab und oben jetzt 15 Kilowattstunden reingeladen in 13 Minuten. Wie es gewohnt seid auf meinem Kanal, gehe ich auf die Assistenzsysteme natürlich auch nochmal kurz ein. Ja, und hier jetzt eine absolute Sensation geben, einer der besten Spurhalteassysteme, was es aktuell auf dem Markt gibt, was hier MG uns präsentiert. Es ist unglaublich. Ich habe es nicht nur auf der Autobahn getestet, er schwankt kein bisschen rechts, links, sondern er bleibt sehr konsequent in der Mitte der Fahrbahn und ist echt gut gemacht. Ich habe das Ganze dann auch auf der Landstraße getestet, weil einige Fragen sind zu mir gekommen und haben gesagt, wie schaut's aus, diese Spurhalteassistent, kann man die auch auf der Landstraße? Der MG ist hier vorbildlich. Also eine absolute Sensation für mich. Ich bin kaum ein Fahrzeug gefahren, was so ein gutes Spurhalteassistent hat. Die Schildererkennung vielleicht noch kurz, die ab dem Schild sofort beginnt, wird dann im Fahrzeug innen angezeigt, wo er ein bisschen Schwierigkeiten hat, wenn ich an die Ampel ranrolle und der Vordermann wird etwas spät erkannt. Hier haut er dann teilweise auch, wenn der Belag ein bisschen feucht ist, ziemlich stark die Bremse rein. Dann kommt ein leichtes, ja, so ein Schlittern der Reifen, das hört man dann auch. Ansonsten wirklich die Assistenzsysteme absolut top. Also da muss man MG einen absolut Daumen nach oben geben. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich werde natürlich die Verbrauchsfahrt die nächsten Tage euch präsentieren. Dann schauen wir mal, wie weit das Fahrzeug gekommen ist. Ihr wisst, ich fahre immer dieselbe Strecke und dann ist es recht gut vergleichbar. Es wird halt auch gepasst, das war trocken. Das bekommt er dann die nächsten Tage. Jetzt geht es zurück zum Ladevideo. 63% mittlerweile reingeladen. Wir machen das Ganze wieder heute bis 85%. Das ist eigentlich so, denke ich, der optimale Bereich. 80, 85, wenn es sein muss, auch mal bis 90, wenn er längere Strecken fahren möchte. Aber schaut, dass er in dem Bereich bleibt. Das ist eigentlich für den Akku am schonendsten. Ja, jetzt flacht er natürlich ab. Wir haben nur noch 38 kW. Wie ihr es gewohnt seid auf meinem Kanal, werde ich euch am Schluss nochmal die Ladekurve zeigen. Können wir ganz gut dann vergleichen, auch die Uhrzeiten, Temperatur werde ich dann nochmal angeben und ich habe sehr, sehr viele Ladevideos schon gemacht. Ich werde euch das oben mal verlinken und unten die ganzen in den Playlist werde ich euch mal reinpacken. Könnt ihr euch mal den einen oder anderen mal anschauen, vielleicht habt ihr auch vor, euch ein Fahrzeug zu kaufen. Wir haben auch wieder ein Bonusprogramm gemacht mit dem Autohaus. Bleibt auf jeden Fall dran, ich habe euch das ja am Anfang benannt, welches Autohaus das ist. Ein ganz nettes Team und da haben wir wieder ein Bonusprogramm. Ihr wisst, auf meinem Kanal gibt es immer ein Bonusprogramm. Und das werden wir euch dann im Verbrauchsvideo präsentieren. Ja, wir sind jetzt knapp an 80% angekommen und er geht auf 38 kW runter. Aber wir haben schon 34 Kilowattstunden geladen. Auch kurz erwähnen beim Stecker, wenn ihr einsteckt, müsst ihr ein bisschen nach unten drücken. Ich hatte das bei mir daheim probiert. Ich habe eine 25 kW CCS Ladesäule. Also wenn ihr Probleme in der Ladesäule habt, den Stecker reindrücken richtig kräftig und ganz leicht nach unten drücken. Dann funktioniert es. Ich hatte zweimal Ausfälle, wie gesagt, zu Hause, nicht am Schnelllader, sondern zu Hause. Also wenn ihr das Problem habt, kurz mal runterdrücken, dann funktioniert auch das Laden. Ja, wir sind gleich durch, 84%, und dann schauen wir uns gleich mal die Ladekurve an. Zeige ich noch ein bisschen was dazu. Also, gleich sind wir durch. Und jetzt sind wir durch. Die 44,5 Kilowattstunden große Batterie des MGZS e.V. weist eine Ladekurve bei 18 Grad Außentemperatur mit einer Ladeleistung von 37,8
1,89 Kilowattstunden in 48 Minuten auf. Wir fangen mal ganz rechts an. Ja, so bis 80%, dann fällt er richtig runter, unter 20 kW. Also dann wissen wir ja ungefähr schon, wie schnell und wie lange wir laden wollen. Ganz vorne jetzt, Beginn des Ladevideos, das war ja jetzt hier mit 1% gestartet, da zeigt er uns auch die versprochenen über 80 kW. Das Ganze natürlich, ja leider auch wieder nur kurz. Hier würde ich mir natürlich wünschen, dass er etwas höher lädt. Bei der Akkugröße ist es durchaus machbar und könnte man durchaus vielleicht bis ja, 20-25% könnte man diese 80 halten und flach dann ab. Nein, MG hat sich hier entschieden, das doch früher nach unten fallen zu lassen. Es ist eine saubere Linie jetzt hier und ich hoffe, ihr könnt mit dem Video jetzt was anfangen. Wenn ihr dann doch mal Langstrecke fahren möchtet, wisst ihr ungefähr, wo ihr abstecken würdet. Ich würde sogar ein bisschen früher rausgehen. Ich würde durchaus vielleicht, da senkt er dann sich bei 50-60%. Vielleicht kurzes Laden ist bei dem Fahrzeug doch eher gegeben. Ich würde jetzt nicht bis 80% laden. Wenn man Zeit hat, kann man es machen. Aber wenn man schnell vorankommen will, würde ich doch eher etwas früher abstecken. Ja, dann denke ich, bin ich soweit durch. Wie gesagt, die Verbrauchsfahrt kommt die Tage. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.